Hallo YouTube. So, heute geht es um den Radlauf. Zu Deutsch, es geht mal so richtig ans Eingemachte. Einiges schiefgelaufen in der Vergangenheit offensichtlich hier. Und zwar sieht man relativ deutlich an der Lackstruktur, dass ja, hier oben ist der normale Serienlack. Das hier hat Schleifspuren. Zu Deutsch, hier ist schon mal was bearbeitet worden und nicht besonders gut. Wenn es nicht besonders gut bearbeitet wird, sieht es am Ende so aus. Na? Netter Versuch. Wir haben versucht, es nochmal neu und ein bisschen besser zu machen. Okay, ich bereite alles vor und dann geht's los. Oh, wie man sieht, habe ich sehr formschön abgeklebt. Ja. Wofür Einkaufstüten nicht alles gut sind. So, jetzt nehmen wir uns einen Schwingschleifer bzw. Exzenterschleifer und schauen uns mal dieses vorherige Desaster an. Von der Form her habe ich nichts dagegen einzuwenden, muss ich sagen. Aber Lackaufbau und dass der Rost wieder angekommen ist, musste nicht sein. Okay, ich werde jetzt mal eine Runde schleifen und schalte euch auf Zeitraffer. Ja. Und wie man jetzt hier sehr gut erkennen kann, der Rost war nicht echt. Die ganze Kante, wo der ganze Rost drauf war, ist eigentlich nicht rostig. Das war ein Lackierfehler. Und zwar ist erstens, Spachtel gehört nicht aufs nackte Blech. Ne? Sieht man hier noch. Wenn man was spachtelt, dann kommt da bitte eine Rostgrundierung drunter. Ja, wird anders beigebracht, ist aber Schwachsinn. Spachtel, besonders hier dieses weiße Zeug, besteht aus Kreide und das zieht Wasser an. Der Rost hier unten ebenfalls nicht echt. Wir sehen hier nacktes Blech ohne Rost. Natürlich sind da jetzt ein paar Poren angegriffen. Da packen wir jetzt Rostumwandler drauf. Und dann warten wir mal ab. Ich schleife den Rest hier unten auch noch raus. Nicht auf blankes Blech spachteln. Ne? Das ist nicht gut. Erst eine Grundierung drunter, dann darüber spachteln. Am besten irgendwas aus der gleichen Produktlinie, was sich miteinander verträgt. Dann passiert sowas auch nicht. Hier war es definitiv einfach ein Fehler beim Spachteln. Und wie gesagt, hier, der Rost ist nicht echt. Ja? Ja, so ganz nah kann ich nicht dran gehen. Da ist eine minimale kleiner Lunker. Das war's. Der Radlauf sah aus, wie als ob man den demnächst rausreißen könnte. Nein. Ja, erstmal sind die Astra nicht wirklich rostanfällig, wenn sie gepflegt werden. Jetzt nochmal, also ich sehe Autos, die da fehlen die halben Radläufe, da frage ich mich auch, was sieht der Besitzer das nicht, will er das nicht oder ich habe keine Ahnung. Ein neuer Radlauf für das Auto kostet keine 20 Euro. Hm? Einfach mal im Internet selber gucken. Und einschweißen ist jetzt, ja, das werde ich mal in einem der nächsten Videos werde ich das mal machen. Der Astra ist nämlich eigentlich ein relativ einfaches Auto, was solche Sachen angeht, durch diese Kante. Hier sieht man sie noch ein bisschen. Ja. Durch diese Kante hat er eine sehr gute Lichtkante. Ja. Also man kann diesen Radlauf sehr gut reinsetzen, neu lackieren, ohne dass man irgendetwas sieht und beilackieren vor allen Dingen, ohne dass das ganze Seitenteil betroffen ist. Ja, ich weiß nicht. Ja, jetzt sieht man es. Ja, diese Schleifspuren. Ne? Hier hat jemand mit sehr wenig Lust, mit sehr, 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 sehr wenig Lust, geschliffen und einfach nur drüber gejaucht. Ich bekomme die Farbe jetzt. Hier sieht man sehr gut, dass der Spachtel sich nicht mit dem Lack vertragen hat. Diese Risse sind keine Kratzer. Ne? Okay.
Deswegen Produkte verwenden, die sich miteinander vertragen, komplett aushärten lassen. Auch sehr wichtig. Komplett aushärten lassen. Am besten in der Sonne, UV-Strahlung, sehr gut. Und dann wirklich Produkte verwenden, die sich miteinander vertragen. Sonst kommt das genauso wie hier, wie ich das gerade eben gezeigt habe, kommt der ganze Kram hoch. Auch da geht Feuchtigkeit zwischen. Der landet wieder, die landet wiederum im Spachtel und dann haben wir den Salat. Wie hier, dann haben wir Scheinrost sozusagen. Das Auto wird irgendwann weggeworfen, weil jemand denkt, der Radlauf ist bald durchgerostet. Und wie wir hier sehen, der ist nicht mal wirklich angerostet. Ne? Das ist einfach nur ein Fehler gewesen. Okay. Ich schleife mal den Rest weg, ohne euch, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die ganze Farbe runtergeholt. War dringend nötig, logischerweise. Ich weiß ja nicht, welche Produkte da verwendet wurden. Vielleicht beißt sich mein späterer Lackaufbau dann wieder mit dem Zeug. Metallisch blank. Warum darauf so viel gespachtelt wurde, erkenne ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich erkenne wirklich keine Beschädigung, die da irgendwie diese Masse an Spachtel nötig gemacht hätte. Wie gesagt, Rostnarben haben sich hier gebildet, richtig. Das Blöde, hier ist ein Stückchen von der Radlauffalz raus. Das könnte man, von der Theorie her, könnte man das so lassen. Ich lasse es nicht. Ich werde da was Neues reinsetzen. Also wie gesagt, erstmal wird jetzt erstmal alles eingepinselt. Und zwar mit Rostumwandler. Da kommen wir nie wieder so gut dran. Ja, der ganze Kram kriegt jetzt einen ordentlichen Anstrich mit Rostumwandler. Und das lasse ich einwirken. Und ja, das sollte dann. Also es ist glatt, aber wie gesagt, Rostnarben sind halt da. Durch eben, ne, diese Reaktion mit dem Spachtel, wie man hier sieht. Ist nichts durchgerostet, ne? Ja, unten die Falz, klar. Das ist. Die hat es dann irgendwann erwischt. Kann man aber reparieren, das ist nicht das Problem. Mache ich auch nachher noch. Aber, ja. Erstmal Rostumwandler. Überall hin. Dann sehen wir weiter. Bis gleich. So sieht das am Anfang aus. Ja, schön in jede Pore rein. Kann alles schön umwandeln. Wird hinter abgespült. Ja. Sieht gut aus. Nein, sieht's nicht. Sieht nicht wirklich gut aus. Aber scheint schon zu arbeiten. Ja, diese kleinen Rostbläschen, die diese Katastrophe hervorgerufen hat, scheinen sich das Zeug anzunehmen. Also von daher bin ich schon mal ganz zufrieden. Ja. Ja, dann warten wir mal ab, was da gleich raus passiert. Der hier ist etwas schneller als der übliche mit 24 Stunden. Dafür ist hier aber auch ein gewaltiges Stückchen Säure drin. Phosphorsäure. Damit wird die Umwandlung gemacht. Ist halt so. Ja, dann muss ich gleich das Rad runternehmen, den Wagen ein Stückchen aufbocken, dass ich hier unten vernünftig arbeiten kann. Jetzt wisst ihr auch, warum die alten Räder noch drauf sind. Ich wollte ja die Alufelgen drauf machen. Aber zum Lackieren etc. kann ich die jetzt durchaus noch benutzen. Und zum Rangieren auf dem Hof und so. Die kriegen noch ein bisschen Farbe ab, die kriegen noch hier und da was. Also von daher macht das jetzt keinen Sinn, die Alufelgen jedes Mal abdecken zu müssen. Die hier sind sowieso Wurst, also durch. Ne? Von daher ist das jetzt erstmal egal. So, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Lass das einwirken und melde mich gleich wieder. Ja, hallihallo. Da bin ich wieder. Und zwar habe ich jetzt den ganzen Radlauf abgeklopft, gemacht, getan, Rostumwandler und so weiter. Ja,
Das, was mürbe wurde, habe ich konsequent rausgenommen. Wäre nicht nötig gewesen. Ne? Aber, Moment, ich mache mal das Licht an. So. Wäre nicht wahnsinnig nötig gewesen. Ne? Also der Radlauf an sich ist top stabil. Das ist nicht das Problem. Ne? Also man hätte es wirklich zu leicht fuschen können. Hier unten war auch ein kleines bisschen. Auch unterm Spachtel weggegammelt. Blöde Sache. Aber kriegt man wieder in den Griff. Das ist nicht das Problem. Ich setze da einfach ein kleines neues Blech rein. Das versiegeln wir schön und dann dürfte da nichts mehr passieren. Jo. Ich fange dann mal an. Das Problem ist, das Schweißen kann ich jetzt nicht so wahnsinnig nah filmen. Sonst geht mir der Bildsensor kaputt. Ist mir schon mit dem anderen Handy passiert, als ich den Cordoba geschweißt habe. Ja, das ist schlecht. Ja. Okay. Ich schneide mir erstmal ein Blech zurecht und dann sehen wir weiter. So, und jetzt können wir nicht schweißen. Aus Film, ja, es gibt mehrere Begründungen dafür. Erstens, mein Schweißgerät hat gerade gar keine Lust. Gibt irgendwie keinen Kontakt. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wäre auch nicht das Problem. Der Nachbar hat auch eins, hätte ich eben rübergeholt. So, hier hinter. Hier hinter ist Dämmmaterial. Ja, überall auf der ganzen Linie. So, wenn ich jetzt hier schweiße, fängt mir der ganze Kram an zu brennen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, mit sogenannten Karosseriekleber das Ganze einzukleben, nicht zu schweißen. So, falls jetzt jemand meint, das wird nicht halten, der selige Audi A8 zum Beispiel, Space Frame und sämtliche Karosserieteile wurden draufgeklebt. Ne? Kann man gerne bei Wikipedia etc. nachlesen. Das geht also durchaus und ist stabil. Und wir haben keinen Hitzeeintrag. Wieder ein Vorteil. Wird nicht wellig. Da hinten brennt es nicht. Ich muss nicht mit dem Feuerlöscher daneben sitzen. Ja, aber das machen wir später. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Der Grieche ruft, wie man so schön sagt. Hellas, das Gyros wartet. Nee, ja, so ähnlich. Egal, auf jeden Fall wird das diesmal nicht geschweißt, es wird geklebt. Jedes Mal schweißen ist auch wieder das Problem, ne? Hitzeeintrag, irgendwelche Farbe, irgendwelcher Rostschutz kokelt weg. Und man bastelt sich wieder irgendwelche Probleme. Und wieder Rostnester. Also lassen wir einfach mal die Finger davon. Hätte der Kollege Vorgänger an diesem Fahrzeug mal die Finger davon gelassen, wäre das effektiv wahrscheinlich weniger Schaden gewesen. Ja. Einfach sinnvoll arbeiten, das wäre vielleicht mal so ein Rat. Okay, ich werde das jetzt nochmal eben kurz abschleifen, weil ich da jetzt schon Rostschutz drüber setzen werde. Ja, morgens ist ziemlich viel Tau unterwegs. Dann muss ich ja jetzt nicht unbedingt Feuchtigkeit hier reinbringen. Wie gesagt, ich schleife das eben kurz ein bisschen an. Und dann kommt da Rostschutz drauf. Handelsüblicher Rostschutz. Ja. Ich verwende irgendeinen Rostschutz aus der Dose. Da ist nichts wahnsinnig Spezielles dran. Okay, ich sag mal bis gleich. Ich habe mir überlegt, den ersten Lackiergang zu machen, bevor wir verschwinden. Erster Lackiergang nennt sich Rostschutzhaftgrund. Ja, bevor irgendwas an Blechbearbeitung kommt, erstmal Rostschutz. Ja, so sieht das jetzt aus. Sprühdose. Ich habe jetzt bewusst darauf verzichtet, meine Spritzpistole rauszuholen. Habe ich da. Lackieren ist jetzt nicht so kompliziert, aber ich will ja nahelegen, dass es durchaus möglich ist, mit einfachen Mitteln Fahrzeuge zu erhalten. Von daher verzichte ich auf die Spraydose und nehme, verzichte ich auf die Spritzpistole und nehme eine ganz normale Sprühdose. Die Ergebnisse sprechen für sich. Das bedeutet, wir schleifen das bis aufs nackte Metall runter.
Dann, ich habe jetzt ein ziemlich grobes Papier mit 80 genommen. Dann habe ich einen 180er genommen, bin nochmal hinterhergegangen, habe das Blech ein bisschen begradigt. Dann, Moment. So. Dann habe ich, bin ich mit dem 180er nochmal hinterhergegangen und das Ganze habe ich mit Aceton entfettet. Aceton, kostet nicht viel. Und ja, das muss jetzt erstmal durchtrocknen. Diese Schicht hier, das sind jetzt ein paar Schichten. Ich habe jetzt ein zwei, dreimal rüber gegangen, ohne dass irgendwelche Nasen kommen. Dann, wenn das durchgetrocknet ist, kommt Füller drauf. Das gleicht die kleinen Unebenheiten vom Schleifen aus. Das wird dann nass geschliffen mit 600er Papier. Na, wahrscheinlich werde ich mit irgendwas mit 400 da dran gehen. Ich weiß nicht, wie dick die Farbe ist, die kommt erst morgen. Die heißt übrigens Mirage. Die Farbe dieses formschönen Fahrzeugs heißt Mirage. Nichts mit Silber. Muss ich nicht verstehen. Egal. Wie gesagt, mit einfachen Mitteln sollte man vernünftige Ergebnisse hinkriegen. Die Rückseite des Radlaufs, da wo ich einkleben werde, habe ich jetzt natürlich auch mit Rostschutz behandelt. Die Seite da unten ist auch schon versiegelt. Das ist noch ein Vorteil vom Kleben. Ja, man brennt sich den Rostschutz nicht auch noch weg. Beziehungsweise man kann die Klebestelle effektiv vor Rost schützen, bevor man irgendetwas klebt. Das Kleben selber ist ja nicht invasiv. Ne? Das ist wirklich gut, muss ich sagen. Also mein halbes Auto besteht aus dem Kram. Keine Beanstandung, keine Probleme. Der fährt jetzt 2 Jahre, ist nichts abgefallen. Also, funktioniert. Ja. Okay. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Wird wahrscheinlich schon dunkel sein, wenn es das nächste Mal weitergeht. Und mit den nächsten Lackschichten. Bis gleich. Ja. Hier mal ein bisschen was von der Umgebung. Der Weg in die Zivilisation, beziehungsweise zu meinem Essen. Führt zwangsläufig immer übers Wasser. Da hinten, wo der komische Turm steht, da wohnen wir. Also hinterm Turm. Ist schon verdammt viel Gegend. Niedersachsen zeichnet sich ja in erster Linie durch Gegend aus. Ja, da ist Hamburg. Irgendwo da hinten. Also ziemlich weit da hinten. Ja, so ist das. So, letzter Teil für heute. Jetzt ist Füller drauf. Nicht wahr? Und der muss leider sehr lange abtrocknen. Das ist der einzige Nachteil, wenn man nicht mit einer Spritzpistole arbeitet. Man hat keinen Härter und die Zeit. Es dauert alles ein bisschen. So, der wird morgen nochmal geschliffen. Aber dann muss ich mich um mein anderes Auto kümmern, und zwar um mein Auto. Irgendwas klappert. Also muss ich erstmal suchen, weil den Wagen brauchen wir definitiv. Das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, morgen wird er noch nass geschliffen. Und ich hoffe, dass die Farbe morgen da ist. Ja. Ich wünsche eine angenehme Nachtruhe. Ihr seht das ja sowieso erst morgen. Und ja. Ja, bleibt gesund. Tschüss.